Endlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Paper Mario Color Splash. Was sind wir stehen geblieben? Ach ja, wir haben letztes Mal Iggy besiegt und jetzt einen Farbstern zurückgeholt und wieso hyperventiliere ich hier gerade schon wieder? Also wir werden jetzt die zweite Paper Peach holen. Warte mal kurz, wie muss man denn gehen, um da hinzukommen? Ach hier. Paper Peach Nummer 2. Wer ist es? Vulcano Siena. Hier ist sie ja. Die dritte Peach. Peach Post Nummer 3. Oh, Peach ist überstrahlt. Hallo Mario, mir scheint, dass die Luftgaleere sehr bald an ihrem Zielort ankommt. Doch wenn ich mich umsehe, ist dort nur ein endloses Wolkenmeer. Wir müssen uns unmesslich hoch über dem Boden befinden. Oh, was geschieht nur? Fliegt das Schiff etwa in etwas hinein? Doch wir befinden uns mitten in der Luft. Wo sind wir hier nur? Oh, das klingt spannend. Wer bist du denn? Oh, das sieht so gigantisch aus. Hier ist es so heiß, da fliegt einem ja der Deckel von der Dose. Muss wohl daran liegen, dass wir gerade in einen Vulkan reinmarschiert sind. Offensichtliches Reden, fallen mir bitte nicht in die Lava, okay? Gerne, Farbfertchen. Für Vulkanverhältnisse ist es hier in meiner Ecken richtig schön kühl. Das ist einer der einzigen Zufluchtsorte von der Bluthitze und er gehört mir. Ich dachte, mit dem mir will er jetzt gleich angreifen. Ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass die Teile absinken. Mann! Das Spiel ist nicht gemein. Ja, eigentlich. Rettetot! Nummer U, nein. Genieße diesen Anblick. Findest du ihn nicht auch wunderbar? Inspirierend? Nun ja, vielleicht vor allem furchtbar. Auf jeden Fall hat mich dieser Ort inspiriert. Meine Rettertätigkeit ab morgen noch fleißiger nachzugehen. Bis dahin werde ich meinen Mut durch das Verspeisen von richtig scharfen Pepperoni unter Beweis stellen. Der Rettetot Nummer 11 bereits zum Einsatz. Und jetzt ab zum Rapport bei unserem Anführer beim Bonsai-Hai. Mario, der Ausblick ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Man wird das Gefühl nicht los, dass noch mehr dahinter steckt. Allerdings geht hier momentan nicht gerade Post ab, oder? Du könntest natürlich ein bisschen über die Lava laufen, oder? Aber wir gehen den gleichen Weg zurück, wie wir gekommen sind. Ach nee, ich kann nicht schneiden. Dachte ich, kann den Vulkan ausschneiden, oder? Jump'n'Run Skills werden gefragt. Ihr kennt doch alle meine Jump'n'Run Skills, oder? Kennt sie jemand nicht? Du brauchst gleich erstmal einen Pilz. Zur Weltenkarte zurückkehren, ja. Sind nun alle beim Bonsai-Hain?
Es ist immer so, ich stelle die Hintergrundfarbe passend ein. Zum. Wie heißt es? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ah, nun, wir müssen in Gruselwald rein. Ins Gruselhaus rein. Dann muss ich etwas Grün rausnehmen und etwas Blau dazu. Mein Handy hat gerade gepiept. Sekunde. Mario, boah, bist du low. Hallo, Handy? Ich habe gerade irgendeine Mitteilung bekommen. Keine Ahnung. Irgendwie voll schön hier. Na klar, und ausgerechnet jetzt wird der absolute Oberpromi auf. Es ist unsere Ehre, Mario. Aber leider hast du dich ganz umsonst hierher bemüht. Das Hotel ist derzeit auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es gab hier nämlich in letzter Zeit reichlich seltsame Vorkommnisse. Und unter diesen Umständen ist es uns leider nicht möglich, Gäste willkommen zu heißen. Chef, schon wieder ein Telefonanruf, bei dem sich niemand meldet. Siehst du, irgendwas Merkwürdiges geht hier vor. Ich habe schon Luigi angerufen, weil Gespenstersachen ja so eine Art Hobby von ihm sind. Aber da ging nur der Anrufsbeantworter ran. Könntest du als hätte ich vielleicht mal umsehen und der Sache auf den Grund gehen, bitte? Ich flehe dich an. Hast du was gehört, Mario? Seltsame Vorkommnisse, ne? Das sind bestimmt Geister oder so. Da sind wir ja schon fast bei Akte X. Die Farblosflecken scheinen hier noch das kleinste Problem zu sein. Wir sollten das mal genauer unter die Lupe nehmen. Auch ich habe das Gefühl, dass wir die allen Farbstellen finden. Außerdem wollte ich schon immer mal paranormale Ermittler sein. Oh, wir wollen sofort uns auf die Lauer legen. Ich mag keinen Klang der Uhr, wenn sie zur Feuerstunde schlägt. Egal wo im Hotel man sich gerade befindet, man weiß immer, wie spät es ist. Musik! Du weißt schon, du bist in einem Horrorfilm. So fühlt Mario sich gerade auch. Horror. Wohin möchtest du? Erster Stock. Erster Kampf gegen Buhus? Oder laut einem Bosskampf? Zimmer 103, 104 und 110. Ich bin ja eigentlich nicht so der Typ von Geister-Horrorfilmen. Wirklich, ist niemals. Wieso gibt es dafür nur zwei? Warum rollt das Teil alleine? Rein da. Spring. Ah, es gehört mir. Aua. Ist euch schon mal aufgefallen, dass dieses Hotel extrem gruselig ist? Die Tür ist von der anderen Seite blockiert.
Da kommen wir nicht durch. Das wird mein neuer Handy-Klingelton. Wohin mache ich denn das? Ich hoffe, das kommt an Halloween raus. Und die Mäuse kriege ich jetzt auch schon instant death. Sind das immer dieselben Farbflecken? Warum? Hallo? Was meinte der Shy Guy von eigentlich? Mit es gehört mir. Ah, ein grässlicher Geist. Oh, du bist's, Mario. Hab dich im ersten Moment gar nicht erkannt. Ah, du verrätst doch keinem, dass ich dir faulenze, oder? Nö, ich doch nicht. Ist nicht verschlossen. Das hier muss so eine Art paranormale Umgebung sein. Ja, genau, Fabian. Kann ich ausschneiden? Oh, jemand war sehr sauer. Wir hatten noch keinen Kampf in dem Part. Ah, die Musik habe ich, glaube ich, schon gesagt, dass sie gut ist, oder? Boah, was ist das hier? Also, das hier ist die Wäschekammer. Wir müssen die Laken reinigen, bevor man sie verwenden kann. Hier geht es überhaupt rein gar nichts Verdächtiges vor, Also, geh doch einfach irgendwo anders hin. Ja? Lass mich durch. Lass mich durch. Also, wenn das nicht verdächtig ist, dann... Merkt ihr was? Merkt ihr was? Der Stuhl quietscht nicht mehr! Yay! Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh. Da muss man wohl irgendwas einsetzen. Das Sparschwein muss da rein. Doch nicht. Ist die Karte jetzt eigentlich weg?
Alter, was kommt da rein? Fabian. Gut, sehen wir uns mal das Hotel einmal an. Achte auf alles, was seltsam aussieht. Fabian. Welche Karten? Vielleicht findet man die ersten Dings hier im Haus. Das ist ja gerade auch erst unser einziger Anhaltspunkt. Hier ist einfach eine Tür, die ich voll random übersehe. Was? Was? Diese Bücher sind gerade von selbst aus dem Regal geflogen. Ich sag dir, Mario, in diesem Hotel spukt es ganz eindeutig. Tot, alles gut. Egal wie oft ich die Bücher aufräume, sie fliegen immer gleich wieder aus dem Regal. Ich muss für den Rest meines Lebens diese Bücher einräumen. Nein, musst du nicht, Tot. Lass sie liegen. Es sind nur... Huch. Was war das denn für ein Geräusch? Ich weiß es. Es war die Uhr. Ich mag den Klang der Uhr. Wenn sie zur vollen Stunde schlägt, egal wo im Hotel ich gerade mich befinde, weiß ich immer, wie spät es ist. Und wie spät es ist, sehen wir im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal bei Paper Mario Color Switch.